Die literarische Reise geht ins einst östlichste Kronland der Habsburger Monarchie, in die Bukowina. Ihre Hauptstadt Czernowitz heißt heute Chernivtsi und ist ein ukrainisches Gebietszentrum. Um Olha Kobylanska wird hier fast ein kleiner Kult betrieben. Nicht nur das Theater, sondern auch die prunkvolle Flaniermeile der Stadt, die einstige Herrengasse, ist heute nach der Schriftstellerin benannt. Dabei schieden und scheiden sich die Geister an Kobylanska und ihren Werken. Ukrainische Intellektuelle ihrer Zeit diskutierten heftig, was denn überhaupt alles ukrainische Literatur sei und ob Kobylanska dazugehöre. In der Schriftstellerin Lesja Ukrainka fand Kobylanska eine wichtige Fürsprecherin und Freundin. Der Gedanke an eine homoerotische Beziehung zwischen beiden löste Ende der 1990er Jahre einen neuen Skandal aus. Dass Olha Kobylanska überhaupt Schriftstellerin wurde und Beachtung fand, ist eine bemerkenswerte Leistung. Sie besuchte lediglich 4 Klassen einer deutschsprachigen Volksschule und erhielt einige Monate Privat-Ukrainisch-Unterricht. Ihr weiteres Können und Wissen eignete sie sich autodidaktisch an. Das Thema Bildung taucht immer wieder in ihren Texten auf. Kobylanska war eine feinsinnige Beobachterin. Die Bukowina blieb nicht nur zeitlebens ihr Zuhause, sondern auch Erzählhorizont und erzählte Welt. Zentrales Thema ist der Mensch im Bedingungsgefüge sozialer, kultureller sowie politischer Gegebenheiten und Verwerfungen. Während ihre frühen Texte vor allem frauenbewegtes Engagement widerspiegeln, setzte sie sich zunehmend mit Fragen nationaler Identität und der Verortung von Ukraine in der vielkulturellen Bukowina und dem Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn auseinander. Sehr bewusst erprobte sie dabei moderne ästhetische Verfahren und führte neue Figuren, Stoffe und Themen in die ukrainische Literatur ein. Ihre ersten Prosatexte verfasste Kobylanska auf Deutsch. In den 1890er Jahren begann sie auf Ukrainisch zu schreiben. Die Frage der Schreibsprache wurde zur Identitätsfrage. Der Zeitgeist verlangte eine eindeutige Positionierung. Die mehrsprachige Kobylanska versuchte immer wieder eine Antwort darauf zu finden. In ihrem letzten großen Roman Apostol Czerny, zu Deutsch der Pöbelapostel, wird die Hauptfigur am Ende zum Dolmetscher, zum Mittler zwischen Sprachen und Kulturen. Kobylanska selbst übersetzte Werke zeitgenössischer AutorInnen ins Deutsche bzw. ins Ukrainische. Auch ihre eigenen Texte übertrug sie in die jeweils andere Sprache. Aus ihrer Position im Dazwischen setzte Kobylanska weitreichende Impulse innerhalb der ukrainischen Literatur. Zugleich sind ihre Erzählungen, Novellen und Romane Repräsentationen der Bukowina und Teil des vielfältigen literarischen Erbes dieser Kulturlandschaft.